Schauen wir uns die Geräte doch mal genauer an. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir wieder schlagende Argumente. Nämlich heute haben wir wieder einen großen Kampf. Bosch gegen Makita und Hilti. Ich finde, die drei, das sind quasi Giganten auf ihrem Segment. Und natürlich gucken alle Hilti, Hilti, Hilti. Und jetzt will ich aber rausbekommen, ob diese Geräte sich gegeneinander, untereinander, miteinander schlagen. Naja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ganz spannend ist noch Folgendes. Und zwar haben wir hier 18 Volt, 22,6 Volt und 40 Volt. Und was da am Ende bei rauskommt, seid gespannt. Ich bin so auf jeden Fall. Ich weiß nämlich noch gar nicht. Das muss ich beim Test eben erst noch rausbekommen. Natürlich gibt es wie immer heute auch eine Verlosung. Und zwar verlosen wir den Bosch GBH 18V26. Und alles, was du dafür machen musst, du kennst es ja wie immer, und einfach einen Kommentar setzen. Wenn du eins von den Geräten hast, unbedingt bitte kommentieren und deine Meinung zu den Geräten schreiben. Wenn nicht, dann einfach eine Meinung zu den Geräten schreiben und was du so gesehen hast. Heute geht es also um die Bohrhämmer Bosch, Hilti und Makita. Das Interessante daran ist vielleicht für euch, dass das hier mein privates Gerät ist und ich mit dem Gerät hier schon seit gut 2 Jahren unterwegs bin. Und ich muss sagen, seitdem ich den habe, nutze ich meinen großen Bohrhammer eigentlich gar nicht mehr. Sondern nutze ich immer nur noch dieses Gerät hier mit Akku und in der Regel auch mit Absaugung. Und das finde ich echt interessant. Und jetzt vor kurzem hatte ich dann jetzt hier die Makita da, auch schon im Video. Das Video habe ich übrigens, das Video verlinke ich euch mal hier oben. Da habt ihr ja schon gesagt, Mensch, so ein Vergleich würde sich ja ganz gut anbieten, auch zu dem Gerät. Weil ich habe gedacht, wir haben doch unseren Branchenprimus und den müssen wir noch hier mit reinnehmen. Und hier ist das, denke ich mal, ein ganz ausgewogenes Feld. Und übrigens, eine Sache fällt mir bei den Geräten auf. Die sind echt hübsch. Also man muss sagen, wenn man so als Werkzeugfan sich so ein Gerät hier anguckt, das sieht doch aus hier wie so ein Raumschiff. Ja, das hier wie so ein Panzer und das hier, weiß ich nicht, wie so ein 15 Jahre Auto. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Oder 70er. Keine Ahnung. Also das ist jedenfalls ein ganz interessantes Design. Und sie sind alle drei sehr schön anzuschauen. Aber welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben hier den Bosch GBH 18V26F. Dann die Hilti TE 6A22. Und den Makita 40 Volt HR 003 GM201. Wichtig ist Folgendes zu wissen. Wir haben hier sehr modulare Geräte. Das heißt, wir haben hier Geräte, wie zum Beispiel bei Hilti, wo wir im Wesentlichen hier das Hauptgerät haben. Das ist das eigentliche Gerät. Ja? Man kann das übrigens so kaufen, man kann das solo kaufen, man kann das mit verschiedenen Sets kaufen. Aber jetzt nehmen wir mal erstmal das eigentliche Gerät. Ja? Dann haben wir dazu einen Akku, da kann man verschiedene dazu nehmen. Hier habe ich den 8 Ampere dabei, man kann auch einen 5er nehmen und so weiter und so fort. So, und dann haben wir eine Absaugung. Genau dasselbe hier bei allen drei Geräten. Und du kannst jetzt so zusammenstellen, wie du möchtest. Das heißt, du kannst es mit Absaugung nehmen, ohne Absaugung. Du kannst es mit einem kleineren oder mit einem größeren Akku nehmen. Ja, und das bringt mich natürlich zum Thema Preis. Also, was haben wir jetzt hier auf dem Tisch stehen? Wir haben hier bei Bosch einen Preis von so rund 530 Euro. Das Ganze mit zwei Akkus, mit Lader, mit dem Gerät, mit der Absaugung. Dann haben wir hier einen Preis von so rund 700 Euro. Da habt ihr zwei 40 Volt Akkus mit dabei, mit 4 Amperestunden. Das Gerät, Lader und entsprechend hier die Absaugung. Hier, ein bisschen mehr. Also, viel mehr. Also das sind 1200 Euro. Also 1200 Euro, ich habe es jetzt mal ausgesprochen. Also wir haben hier 1200 Euro. Dafür bekommt ihr das Gerät, die Akkus und natürlich entsprechend hier die Absaugung.
Jetzt muss man dazu sagen, dass ihr den Preis entsprechend natürlich drücken könnt mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Zum Beispiel die Absaugung kostet hier 100 Euro, 100 Euro hier 200 Euro und schon könnt ihr euch so ein bisschen nach unten arbeiten. Wobei ich euch maßgeblich empfehlen möchte, arbeitet mit den Geräten wirklich mit der Absaugung. Es macht richtig Sinn und total Spaß. Also bei den beiden habe ich es noch nicht ausführlich getestet, aber bei dem hier, ich weiß nicht, wie viele Löcher ich schon gemacht habe und das hat jedes Mal Spaß gemacht, eben nicht mit dem Staubsauger irgendwo darzustellen, vor allem wenn du es in der Wohnung machst, sondern eine Absaugung zu haben. Das ist so toll, nehmt euch den Spaß nicht für 100 Euro. Das Wesentliche hier ist natürlich das Thema Drehzahl und Schlagfrequenz. Ja? Und die Drehzahl ist bei allen eigentlich ziemlich gleich mit rund 1000 Umdrehungen, aber die Schlagfrequenz, hier ist es so, dass Hilti und Makita rund 5000 Umdrehungen oder Schläge haben, besser gesagt, Bosch aber nur 4350. Inwiefern sich das auswirkt, werden wir nachher sehen. Gewicht fast dasselbe bei allen, aber die Schlagenergie mit 2,5, 2,6 und dann sogar 2,8 Joule, da müsste man schon einen Unterschied merken. So, und jetzt schauen wir uns die Geräte doch mal genauer an. Fangen wir mit Bosch an und das nackte Gerät hier sieht natürlich auch ein bisschen anders aus. So, jetzt haben wir es. Das ist jetzt das nackte Gerät, so wie es ohne Absaugung aussieht. Wir haben hier ganz klassisch hier vorne eine SDS Plus Aufnahme, ja, so wie ihr das kennt. Das heißt, wir können hier SDS Plus einsetzen und schon ist fertig oder hier entsprechend wieder entnehmen. So, was ganz wichtig ist, ist Folgendes und zwar das hier. Wir haben hier die Einstellung für normal, also einfach nur bohren, Schlagbohren. Und ich persönlich finde die hier sehr, sehr wichtig. Wenn ich es da hinstelle, kann ich mir das Ganze hier so entsprechend so einstellen, wie ich es brauche. Das heißt, wenn ich hier einen Meißel drauf habe, kann ich den Meißel auf eine Position stellen, da will ich es hinhaben. So soll er meißeln und dann stelle ich es hier auf Meißeln und dann bleibt er entsprechend hier stehen. Ja, jetzt ist es fest und jetzt möchte ich es meinetwegen doch nochmal verstellen, hier um eine halbe Umdrehung. So, nehme ich eine halbe Umdrehung nochmal zur Seite, mache es fest und dann kann ich entsprechend meißeln. Das Ganze haben wir hier fest. So, was wir noch sehen ist Folgendes. Wir haben hier ganz klar den Vorwärtslauf, Rückwärtslauf, was man halt so braucht. Hier haben wir noch eine kleine Funktion und können wir hier auf 100% stellen oder auf 70%. Das heißt, das Ganze rammt sich in der Kraft so ein bisschen hoch. Das heißt, er fängt auch langsamer an. Ich zeige euch das mal. Ja, ihr habt gerade gesehen, dass er dann ganz langsam erst von der Kraft her hochgeht und du es gar nicht selbst justieren musst. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Funktion, so dass du ja gerade empfindliche Materialien bohren kannst. Also das finde ich wirklich interessant. So, und mehr ist das dann auch schon gar nicht. Hier Gerät hin, her, oben, unten, rechts, links. Ach so, hier haben wir natürlich ein Licht, ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier arbeiten, haben wir ein Licht, was das Ganze hier nach oben ausleuchtet. Dann Akkuaufnahme, klassisch, wie man das kennt. Alles nichts Aufregendes. Interessant wird es jetzt an der Stelle, wo wir den Bohrer nehmen, beziehungsweise die Absaugung nehmen, das Ganze hier einführen und dann können wir so loslegen. Jetzt nehmen wir das Ganze mal raus. Wir haben hier jetzt unsere Absaugung. Beziehungsweise das ganze Teil hier ist unsere Absaugung und er saugt von der Stelle hier ab. Das heißt, hier drin erfolgt die Absaugung. Das Ganze saugt hier rein, also hier ist der Bohrer ja drin, ja, saugt das hier in den Kanal ab, hier nach unten, hier rein, hier runter und hier ist ein Filter. Das zeige ich dir auch mal. So, hier haben wir einen Filter, das heißt, das ganze Material wird da eingesaugt und da ja, wird die Luft rausgesaugt und hier seht ihr überhaupt keinen Dreck, ganz sauber, hier nichts dran. Ja, und da sieht es schon ein bisschen dreckiger aus, ja. Also ihr könnt das auch jederzeit rausnehmen, sauber machen, leeren und fertig. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Tiefe zu justieren, das heißt, wie weit steht das Ganze hier raus, ja, sodass wir sagen können, na, ich möchte nur so weit rausstehen haben. Oder ich mache das hier und kann das nur so weit einfahren. Ja, natürlich auch sehr sinnvoll. Übrigens, wenn wir das Gerät so wie hier stehen haben, dann ist es so, dass hier kein Licht mehr rauskommt. Nirgendwo ist hier noch eine Lampe, also hier ist nichts mehr vorhanden. Aber was ich interessant finde, ist Folgendes. Die Absaugung schaltet sich natürlich automatisch ein. Das heißt, wenn ihr das Gerät einschaltet, dann geht die Absaugung auch an. Und wichtig ist Folgendes,
Wir haben hier auch einen Nachlauf. Ja? Ich zeige euch das gleich mal. Das heißt, ich drücke hier drauf, Absaugung geht an, ich höre auf hier, dann ihr seht mein Finger, wie ich weggehe. Und dann ist die Maschine aus, aber das läuft noch nach, um hier wirklich den letzten Dreck auch aus dem Loch rauszusaugen. Schaut mal. Ja, ich zeige es nochmal. Also es läuft wirklich nach und das finde ich eine super Funktion. Ja, wie ich vorhin sagte, ich finde, das sieht aus wie ein Raumschiff, aber schaut doch mal, ja, so aus dem Winkel, Freunde, ist das ein Raumschiff oder nicht? Also das finde ich schon echt erstaunlich, sieht so ein bisschen nach Star Wars aus. Und das Gerät, ja, ist nicht nur hübsch, sondern hat auch eine ganze Menge Funktionen. Erst einmal, Moment, ich muss für euch umdrehen, nehmen wir mal die Absaugung wieder ab. Ja, so sieht es jetzt Sohle aus. Was ich schön finde, ist, es steht sehr solide. Ja? Steht sehr solide und das möchte ich nochmal hier im Vergleich zu Bosch zeigen. Bei Bosch ist es so, dass das Gerät leicht kopflastig ist. Also leicht. Es geht, aber ja, irgendwie man könnte es schon, aber es steht schon halbwegs gut drauf. Wenn man einen kleineren Akku nimmt, dann steht es auch sehr, sehr gut, weil es ein Plan ist. So, hier ist es so, das Gerät steht. Ja, also da kann ich auch nichts umkippen, da steht einfach solide rum. Ach, was ich übrigens ganz vergessen habe, ist Folgendes. Aber was ich vergessen hätte, ist hier die Regulierung. Hier kann ich die Geschwindigkeit regulieren, hier an dem. Bei Bosch kann ich das nur mit dem Knopf hier machen. So, was ich hier nicht habe, ist diese Unramp-Funktion, die ihr eben gesehen habt. Aber ja, da musst du es halt hier wirklich mit deinem Daumen machen, ja, und nach das selber hier hochführen. So, hier haben wir jetzt dasselbe wieder. Wir wollen das mal auch ausprobieren. Hier ganz klassisch auch eine SDS-Plus-Aufnahme. So, dann haben wir hier, wie man es kennt, bohren, Schlagbohren. Hier die Station, um das Ganze wieder einzustellen. Hier können wir jetzt drehen, wo wir es hinhaben wollen. So, drehen es runter auf Meißeln. Ja, und dann dreht sich nichts mehr. Ich möchte es nochmal zeigen, weil das nicht alle Geräte haben. Deswegen zeige ich es ja explizit. Dann können wir es wieder irgendwohin einstellen und los geht's. Hier vorne haben wir übrigens ein sehr starkes Licht, schaut mal, ja, das entsprechend auch wirklich lange nachleuchtet. Was vielleicht für einen oder anderen interessant ist, ist das hier, ist ein Bügel, um das Gerät entsprechend auch aufhängen zu können, ja, oder festhängen zu können. An der Leiter oder ähnliches, das finde ich eine ganz witzige und ja, schöne Funktion. Man kann es aber auch entsprechend abbauen. Ich persönlich würde es für mich abbauen. Auch hier haben wir natürlich die Absaugung, aber hier haben wir ein paar andere Funktionen. Schaut erstmal, man kann es sehr leicht hier anstecken. Und hier ist übrigens der Knopf zum Lösen, ja? Also einfach raufdrücken und dann, Moment, kann man es abmachen. Schaut mal hier rein, hier an der Stelle, da sieht man auch den Haken. Ja? So, also, rangesteckt. Und dann sieht man schon Folgendes. Man hat hier entsprechend den Bohrer, wie er hier durchkommt. Aber was man übrigens auch als Unterschied sieht, bei Bosch, das Ganze sehr schön geschlossen hier. Und das mit diesen Bürsten finde ich sehr schön gelöst. Hier haben wir nur so ein Gummi. Ja, ich weiß nicht, wie lange das hält. Man muss aber sagen, es werden einige mitgeliefert. Also man kann das Teil hier auch austauschen. So, auch hier wird natürlich hierdurch abgesaugt. Ja, rangedrückt und dann saugt sich das ab. Hier rein und nach unten. Wir können hier genauso übrigens das Ganze einstellen, wenn wir sagen, naja, wie tief soll der Bohrer jetzt hier funktionieren? Dann kann ich jetzt sagen, so nach oben stellen. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel nur so tief bohren. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen klassischen 50er Dübel habe, ja, so kann ich jetzt bohren und das Ganze hier einfach einstellen. Mehr muss ich nicht machen, außer also das hoch zur Seite und dann habe ich wieder ja, die komplette Länge. Hier genauso wie vorhin, ja, die andere Richtung, dass das hier schon mal festgestellt ist und ich ja, dann entsprechend einen kleineren Weg habe. Das hier ist entsprechend der Maximalweg. Was wir noch uns anschauen müssen, ist Folgendes. Das hier ist der Filter. Ja? Wie können wir den aufmachen? Hier vorne haben wir den Schalter. Hier drauf. Und dann können wir es entsprechend rausnehmen. Hier. Eigentlich sehr schön gelöst. Und dann können wir das Ganze hier öffnen. Und haben dann hier die Möglichkeit, ja, den Dreck auszuklopfen oder auszusaugen. Dann das Ganze wieder zu und das war's. Ja. Also ich finde das in Summe sehr einfach und kompakt gelöst und man kann es auch super reinigen. Okay, schauen wir uns jetzt mal Hilti an und schaut mal hier.
Sieht schon so ein bisschen auch wie ein Raumschiff aus, oder? Ja, was heißt schöne organische Formen? Und hier schauen wir uns das Gerät mal an. Hier auch. Wir können das hier ganze abnehmen. Und dann haben wir hier das eigentliche Gerät. Der Gerät. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Und wir sehen hier relativ schnörkellos das Ganze. Ja, wir haben hier einen Ausschalter, rechts-links-Lauf, den Schalter für abzuziehen. Dann haben wir hier dasselbe wie bei den anderen Geräten. Wir haben hier Bohren, Schlagbohren, hier entsprechend das Ganze wieder einstellbar. Ja. Feststellen zum Hammerbohren, oh, ganz schön schwer. Und das war es auch schon. Ja. Was man hier noch sagen muss, ist, dass hier auch ein Positionslicht ist. Müssen wir das Aufkleber mal ab. Hier haben wir auch ein Positionslicht oder ein Arbeitslicht. Ah, und dann können wir hier auch schon loslegen. Auch hier wieder mit Absaugung. So wie ihr es kennt, hier oben abgesaugt, da rein und so weiter. Dann haben wir hier aber eine sehr schöne Technik. Und zwar schaut mal hier. Hier könnt ihr einfach das Ganze reindrücken und dann die Tiefe hier mit justieren. Also meinetwegen so. Ja, dann könnt ihr nur noch so tief bohren. Oder meinetwegen hier. Dann haben wir hier den Arbeitsweg. Das finde ich sehr intuitiv und einfach gemacht. Und ist auch sehr, sehr leicht zu verstellen. Und hier haben wir dann auch die Tiefenjustierung, ja, sodass wir dann entsprechend nur noch diesen Arbeitsweg haben. Was ganz wichtig ist, ist Folgendes. Wir haben jetzt hier kein LED-Licht mehr. Also hier ist nichts mehr, was hier irgendwo hier rausleuchtet. Auch hier unten nirgendwo mehr ein Licht. Und da möchte ich euch mal einen Unterschied zeigen. Und zwar Folgendes haben wir hier nicht. Aber hier haben wir noch ein LED-Licht dran. Ja, schaut mal hier. Moment. Da fällt mir was ein. Ganz wichtig, habe ich euch gar nicht gezeigt. Wir haben also hier ein LED-Licht und zwar, jetzt zeige ich es euch doch nochmal. Und zwar hier haben wir auch einen Nachlauf. Ja? Wir nehmen wieder meinen Finger hier als Referenz. Finger, gucken. Also wir sehen hier wieder einen Nachlauf. Hier bei Hilti haben wir, Moment, nee, bei Hilti haben wir keinen Nachlauf. Ja, also hier geht die Absaugung sofort wieder aus. Das finde ich ein bisschen schade, weil der Nachlauf an sich aus meiner Sicht schon wirklich Sinn macht. Weil vor allem, man hat ja jetzt hier reingebohrt, ja, und ist gerade beim Rausnehmen, lasse ich die Maschine noch ein bisschen laufen, dass man entsprechend besser aus dem Bohrloch rauskommt. Und wenn man dann aber hier außen ist, in dem Moment, dann höre ich auch auf, hier rauszudrücken und dann bohrt er, also dann saugt er nicht nach. Hier unten können wir entsprechend an den Filter dran, so. Und haben hier dann das Dreck drin, also den Dreck drin. Um das zu leeren, können wir es hier quasi so ausklopfen, dann würde hier der Dreck rausfallen. Wir können diesen Filter hier natürlich tauschen. Hier müssen wir einfach mit einem Schraubendreher hier hinterhaken oder hier auf der Seite, hier sind auch schon die Vertiefungen hinterhaken, dann können wir es rausnehmen. Allerdings zum Saubermachen ist das, finde ich, ein nicht so optimales System. Da war das hier, ja, mit der Lösung hier wesentlich einfacher. Schaut mal, also nochmal, ich fand das wirklich gut gelöst, ja. Und jetzt ist wirklich der Dreck hier draußen. Bei Bosch war es ja ähnlich. Hier über diese kleine Öffnung hier das Ganze zu säubern, finde ich jetzt nicht so optimal. Ein wichtiges Thema bei der Absaugung ist natürlich, was ist die maximale Länge, um die wir die Absaugung ausfahren können, beziehungsweise was die maximale Länge an Bohrern, die wir denn eigentlich absaugen können. Und schaut mal hier. Wir haben hier jetzt mal wirklich einen langen Bohrer. Den stecken wir jetzt hier mal bei Bosch rein. So, und jetzt sehen wir hier, das ist das Maximum, was geht. Also weiter rausfahren, ja, geht's nicht. Das ist alles, was hier da ist. Das heißt, ihr könnt maximal hier absaugen in Summe. Schaut mal. Ja, das sind so 10,5 cm, ja, die wir hier haben. Und wenn wir das jetzt mal hier so nehmen, das heißt, die Gesamtlänge des Bohrers darf ergo nicht länger sein als, und hier sehen wir es, so rund 14 bzw. 14,5 cm. Dann schauen wir mal hier rüber zu Hilti. So. Hier sieht es schon ein wenig anders aus. Jetzt, wir haben hier eine Gesamtlänge von 15 cm, beziehungsweise aber, wir sehen hier, es fährt nur bis hier ein. Das heißt, wir dürfen nicht bis hier die Länge nehmen, sondern können es nur bis hier nehmen. Das heißt, wir haben hier eine Gesamtlänge von, hier, schaut mal,
von so 12,5 cm, die wir jetzt hier rausnehmen können. Beziehungsweise auch hier nehme ich jetzt mal, Moment, so. Hier ist es so, dass der Bohrer maximal lang sein darf. Hier, schaut mal, ja, so 18,5 cm. Kommen wir jetzt mal zu Makita. Makita hat so eine ganz kleine Überraschung für uns parat. Schauen wir mal. Also, wir haben hier unseren Makita und haben hier eine Länge. Schaut mal, bis da kann ich einfahren. Ja, so. Das ist das Maximum, was geht. Also nochmal zur Sicherheit, da ist die Kante. Eigentlich sogar hier vorne, aber seien wir mal nicht so. Das heißt, wir haben hier eine Länge von, naja, 9,5 cm. Die wir jetzt hier einfahren können. Eigentlich sogar nur 9. Aber Hilti hat gedacht, ach komm, da geht noch was. Also haben wir hier sogar eine Länge von rund 19 bzw. ja, 19,5 cm. Und wir können diesen kompletten Bohrer, ja, also wir können diesen kompletten Bohrer wirklich nutzen. Schaut mal hier. Das ist ein Riesenvorteil. Das können wir komplett absaugen. Dann nochmal zur Sicherheit. Ist das nicht irre? Jetzt vergleichen wir es mal mit Bosch. Schau mal, bis hier geht Makita. Komplett bis hier. Ja? Mehr absaugen geht nicht. Und zur Sicherheit auch nochmal bei Hilti. Hilti hat übrigens auch hier dieses schöne Futter. Ja? Wie bei Bosch. Was bestimmt wirklich sehr, sehr gut für die Absaugung ist. So, dann schauen wir mal hier. Auch das, also hier ist es schon so, dass es mehr ist als bei Bosch, aber definitiv weniger als bei Makita. Es gibt ein Thema, was enorm wichtig ist bei diesen Geräten, und das ist der Vibrationsschutz am Handgelenk. Schaut mal hier. Wenn ich jetzt hier das Gerät so habe, ist es so, dass wir das hier hinten, hier fest du an, vorne, das ist der Teil, der sich ja bewegt und der rüttelt. Und hier ist es so, dass es hier einen Vibrationsschutz oder Vibrationsentlastung gibt. Nämlich hier ist das komplett getrennt. Und das ist so, wenn hier dein Arm ist, schau mal, dass du hier das Ding komplett hier bewegen kannst. Auf die Art und Weise entkoppelt sich das von hier, von dem Motor und von der Vibration nach hinten. Ja? Und ihr seht hier, wie weich das Ganze ist. Das ist also wirklich, wirklich gut. Schauen wir uns das Ganze mal bei Makita an. Auch hier haben wir genauso wie bei Hilti hier den, ich sag mal, Bruch, also hier und hier. Auch hier können wir nach rechts und links gehen. Auch hier sehen wir oben und unten, ja, hier komplett Bewegung. So, hier bei Bosch ist es so, hier haben wir nur oben diesen Bruch und unten ist es so, dass hier eine leichte Bewegung stattfinden kann. Also, aber hier ist durchgehendes Plaste, ja. Also hier ist es, bis hier geht es durch. Und ich glaube, nur diese Gummischicht dämpft das ein bisschen. Schau mal hier. Ich kann hier oben natürlich sehr stark das bewegen, aber nicht nach rechts und links und nach unten hier eigentlich auch kaum. Ja, also hier ist eine wesentlich geringere Dämpfung. Und durch diese geringere Dämpfung kann es natürlich sein, dass bei Bosch wesentlich mehr auf die Hand übertragen wird. Das ist aus meiner Sicht bei Hilti und bei Makita wesentlich besser gelöst. Für welchen Einsatzzweck sind die Geräte eigentlich? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das hier vor allem hier zu Hause nutze, also auch vor allem im Haus nutze, wenn ich irgendetwas in die Wand reindübeln möchte. Und genau dafür sind sie natürlich absolut prädestiniert. Sie können aber auch Beton, sie können Kalksandstein, natürlich sowas wie Porenbeton oder Poroton. All das kann man damit natürlich wunderbar bohren. Bei Stahlbeton ist irgendwann der Punkt natürlich, je nachdem, wie groß der Bohrerdurchmesser werden, dann müsste man auf die nächstgrößere Klasse gehen. Aber man kommt mit denen hier schon erstaunlich weit. Als ich das hier das erste Mal in der Hand habe, ich gedacht, naja, ich werde das ab und zu mal nutzen. Aber es ist immer wieder erstaunlich, mein normaler Schlagbohrer verrottet da in diesem Schrank und ich brauche ihn fast gar nicht mehr.
Haben wir so schön vor uns hingebohrt, aber wir haben ja auch abgesaugt. Jetzt möchte ich dir mal zeigen, was hier drin ist. Und zwar, schau mal hier. Wir haben hier jetzt Hilti. Jetzt sehen wir auch, wie gut sich das reinigen lässt. Schauen wir mal hier. Haben wir hier das Ganze drin. Ah, das ist schon ein bisschen fummelig. Aber jetzt mache ich es für euch doch mal auf hier. Ich zeige euch mal, wie das aufgeht. Moment. Das kriegen wir doch hin. Also. So und so. Und dann können wir es hier natürlich auch öffnen. Und so und so. Und dann geht es wesentlich besser raus. Ja. Können wir wieder einsetzen. Und dann können wir fest ziehen. Ja, also wie sieht es bei Hilti aus? Dann schauen wir uns das Ganze mal bei Bosch an. So. Ja, hier haben wir den ganzen Dreck auch hier drin. Der Vorteil von Bosch ist, ihr könnt das hier einfach greifen und dann einfach rausziehen, hier an der Stelle. Moment, hier auch. So, man braucht kein Werkzeug oder so. Ihr könnt das dann sofort hier auch ausklopfen, ja, und entsprechend sauber machen. Finde ich eigentlich ganz okay gelöst. Und kommen wir noch zu unserem Primus hier mit der riesen
der, der Riesenabsaugung. Da können wir hier natürlich auch das Ganze öffnen. Und dann schauen wir mal. Ja, und hier, ich finde es schon echt mega gelöst, oder? Also Freunde, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr die Absaugung findet. Kommen wir also zum Fazit und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Das wäre Fazit Nummer 1, aber kommen wir zum ein bisschen genaueren Fazit. Nummer 1, was habe ich übrigens gesehen und gefühlt? Das ist erstmal die Absaugung. Und hier ist es so, dass ich eigentlich alle drei nicht viel nehme. Ich habe bewusst einen recht großen Bohrer genommen mit 16 mm Durchmesser und da habe ich hier schön vor mich hingebohrt und ich muss sagen, alle drei haben das super abgesaugt. Jetzt muss man aber eine Sache zusagen und zwar, dass die Absaugung von Bosch echt kurz ist. Und das habt ihr ja auch gesehen beim Absaugtest. Die ersten 2 cm konnte ich quasi nicht absaugen, weil der Bohrer zu lang ist. Also hier müsst ihr sehr darauf achten, entsprechend kurze Bohrer zu haben. Und je größer der Durchmesser ist, umso schwerer wird es sein, hierfür überhaupt passende Bohrer zu bekommen. Hier Hilti hat schon einen etwas längeren Weg, mit dem man schon arbeiten kann. Und Makita hat gesagt, ich übertreibe es einfach hoffnungslos. Ja, und ich hau hier einen raus und mache es einfach möglich, dass ich quasi so fast beliebige Bohrerlänge hier einspannen kann. Und hier wirst du nie ein Problem haben, den passenden Bohrer zu haben. Dann das Thema, was ich euch noch gesagt habe, das Thema Vibration hier am Handgelenk. Hier muss ich sagen, ich habe den Unterschied jetzt nicht so stark gemerkt, bin aber schon der Meinung, aber es kann auch suggestiv sein, dass es hier bei den beiden besser war. Allerdings wird man das erst rauskriegen, wenn man wirklich länger damit arbeitet und irgendwo dieses Kribbeln im Handgelenk hat oder halt auch nicht. Aber ich bin der Meinung, die komplette Entkopplung hier ist schon ein größerer Schritt nach vorne als hier bei Bosch. Dann überhaupt, wie haben sich die Geräte geschlagen beim Bohren, von der Geschwindigkeit, vom Handling, von allem drum und dran. Und da muss ich sagen, alle drei haben einfach einen brachial guten Job gemacht. Also ich würde sagen, wie immer, mega. Also die waren wirklich super. Ich habe hier bei Bosch schon gemerkt, dass ich würde sagen, sie war ja, so gefühlt 10% oder vielleicht 15% langsamer oder schlechter. Ja, die Zeiten habt ihr ja gesehen. Und hier ist es so bei dem, dass ich in Summe vorhin einen Test gemacht habe, wo ich dachte, ach Mensch, die ist aber gar nicht so gut gelaufen, weil ich habe gebohrt und die war enorm langsam. Ich dachte, Mensch, warum braucht sie doppelt so lange wie Hilti? Und dann habe ich festgestellt, sie war im Rückwärtsgang. Und dafür war es eine ziemlich gute Leistung, ja, muss ich sagen. Als wir dann in den richtigen Gang gestellt haben, nach vorne und so weiter, hat sie einen richtig guten Job gemacht. Die beiden waren aber immer ein kleines bisschen schneller. Aber ob das jetzt unbedingt ein anderes Gerät oder eine neue Akkugeneration hier für dich bedeuten muss, das musst du selbst entscheiden. In Summe beim Bohren an sich haben die sich super geschlagen, super Geräte. Und hier ist es eher so, dass es so Kleinigkeiten gab, die sich unterschieden haben. Und zwar, ich fand es hier zum Beispiel super, dass noch ein Licht vorne dran war. Klar haben die alle so ohne Absaugung ein Licht. Aber gerade wenn die mir ganz schief rüberschielen, ist es so, dass eine Absaugung ja schon uns ein Stück weit nach vorne bringt und das natürlich auch gut ist für unsere Lunge oder auch für das Thema sauber machen. Insofern arbeitet man doch eher mit einer Absaugung dran und da hat das einzige hier Makita noch ein Licht dran. Ja. Und insofern ist es so, dass die Geräte alle guten Job machen. Ja. Wenn ich mir jetzt eins aussuchen könnte, ich würde mit allen zufrieden sein, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht muss für euch das Thema Preis entscheiden. Das ist euer Thema, haben wir ja vorhin gesagt. Hilti ist ein kleines bisschen teurer. Also um genau zu sein, ist es so teuer wie... Also sagen wir mal so, wenn ihr die beiden zusammen kauft, ja, habt ihr immer noch genügend Geld, um essen zu gehen. Und dann habt ihr jetzt erst den Preis. Also das ist schon eine Ansage, oder? Aber abschließend, ja, ich möchte abschließend noch mal eine Sache sagen. Wie kriegen wir es hin? Ich liebe das Aussehen der Makita. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Was?